So, weiter geht's. Diesmal hoffentlich ohne zivile Opfer, beziehungsweise ohne Granaten, könnte man sagen. Ein Bier, yay. Ich habe Bier gefunden. Ich wollte euch allen gar nichts Böses, ernsthaft. Absolut nicht. Ich wollte hier keine Granate werfen. Moment mal, in dem Apartment war ich doch schon. Ist das hier das Treppenhaus? Ja. Ich war da doch schon. Ist das Apartment das einzige, wo ich jetzt wahrscheinlich noch nicht reinkam, oder was? Da war ich sogar drin. Ich war hier schon drin. Richtig, ich erinnere mich. Aber ich bin zu schwach dafür. Hat die mir einen Code gegeben? Kein Code gefunden. Muss anscheinend da rein, aber. Was soll ich denn hier. Was soll ich denn hier tun? Muttergefühle, Heimlichkeit. In seinem Apartment etwas finden, das ihn belastet. Ein Beweis würde schon reichen. Je mehr ich finde, desto besser. Super! Witzig. Wir haben einen Punkt. Haben wir einen Punkt fürs Hacken übrig? Ja, super. Jetzt muss ich ernsthaft Hacken 4 lernen. Das will ich. Ich verbrauche alle meine Punkte hier in Hacken und das möchte ich eigentlich nicht. Aber was soll ich tun? Wenn ich jetzt die Mission habe, da hinzugehen? Falsch. Komm, hacken wir mal eben Dings 4. Versuche übrig 2, weil du mich ver. Was? Okay. 4! What the fuck? 0,78 Sekunden, ich glaub's nicht. Wir haben es geschafft. Wie auch immer. Ist klar. Damit hätte ich rechnen können. Memo an mich selbst. Es gibt paranoide Leute hier in diesem Spiel, die eindeutig Arsch offen haben. Wetten, ich krieg das jetzt nicht wieder gehackt. Wetten, jetzt kommt direkt. Zugriff gewährt. Du kannst mich mal. Wie kann ich die Dinger entschärfen? Oder gar nicht? Ich quicksave mal eben, vorsichtshalber. Oder, ja. Ich save mal eben. Kein Problem, wenn hier mal so Minen irgendwie im Schlafzimmer detonieren oder so.
Armbrustbolzen? Was für Armbrustbolzen? GF? O'Malley. Haben wir hier bitte irgendwo da sein Passwort stehen? Bitte irgendwo sein Passwort stehen. Was ist das für eine Sicherheitsfreigabe? Sicherheitsstufe 3. Ach, ist ja einfach. 55%. Wohin muss ich denn? Dahin und dahin? Wie dahin und dahin? Zugriff gewährt. Nuke-Virus. Da kann ich irgendwie anscheinend nicht rein. Sterbe ich auch, wenn ich jetzt hier aufmache? Ne, ist nur ein Badezimmer. Okay. Und tot. Ja. Ja. Jus ad bellum. Der Aufstieg privater Sicherheitsunternehmen. Der Blue Water Skandal. 2011 stand Blue Water Global, das weltweit führende private Sicherheitsunternehmen, im Mittelpunkt eines Skandals, der die Landschaft der privaten Militärunternehmen nachhaltig verändern sollte. Nach schweren Vorwürfen hinsichtlich des Fehlverhaltens einiger in Afghanistan stationierter Mitarbeiter filmte ein Journalist von Sentai Shimbu mehrere BG-Einheiten bei geheimen Verhandlungen mit Aufständischen. Offenbar mit dem Ziel, den Konflikt künstlich zu verlängern. Der Aufschrei, der folgte, ließ die gesamte Sicherheitsbranche erzittern. Ein Jahr und mehrere Kongressanhörungen später war Blue Water angesichts des rapiden Verfalls seiner Aktien am Ende. Und während die Öffentlichkeit private Sicherheitsunternehmen mehrheitlich ablehnte, war der Bedarf an entsprechenden Unternehmen größer denn je. In dieser Situation füllte Roger Song Johns Fulfox, der Gründer und CEO von Bell Tower Associates, das entstandene Machtvakuum aus. In der Folgezeit verdankte Bell Tower seinem makellosen Image den unaufhaltsamen Aufstieg des Unternehmens zum weltweiten Marktführer. Aha. Ich habe auch in meinem Badezimmer ein paar Waffenkisten stehen. Drogenpakete. Was ist denn? Hinzugefügt Drogenpakete. Aha. Sowas habe ich also nötig, ja? Was ist das hier? Armbrustbolzen. Für was für eine Armbrust? Jetzt können wir noch seinen PC hacken, theoretisch. Da könnte ich übrigens mal die Türen schließen. Ah, nee, die ist ja weggesprengt. So. Hm. Dammit. Okay, gucken wir mal, da stand gerade was von Sicherheitsstufe 1, das heißt, es dürfte eigentlich relativ einfach sein, da ranzukommen. Dankeschön. Ach, leck mich doch. Hacken 15%. Komm schon. Kann nicht sein. Zugriff gewährt. Dankeschön. Tor Update. Es wurde ein neues Sicherheitstor installiert und aktiviert der Code 0002. Geben Sie diesen Code nicht an Dritte. Den Code hatten wir doch. Moment mal, an den Code erinnere ich mich. Ach so, vom Sicherheitstor, natürlich. Ja, das ist. Ja, vergesst es. Ja, ja, ist klar. Das ist Mieter. Mieter@gaggle. Das ist geil. Mieter@gaggle.de. Das ist geil. Hey Boss, diesmal hat Sam echt Scheiße gebaut. Wir haben es ihm gesagt. Wir haben ihm gesagt, er soll cool bleiben, bis ihnen eine saubere Lösung einfällt. Aber sie kennen ihn ja. Ihn und sein scheiß Temperament. Hat gesagt, das Risiko ist gleich null und dass er alles im Griff hat. Ist einfach zu Big Bens Ecke marschiert und hat ihn umgelegt. Auf offener Straße. Er hat gesagt, niemand hat was mitbekommen. Aber ich weiß aus sicherer Quelle, dass irgendein Dealer alles gesehen haben könnte. Ich melde mich, sobald ich weiß, wer der Typ ist und was er weiß. Das ist eine ernste Sache, Boss. Wenn die Sam schnappen, sinkt er. Das wissen sie. Wir müssen das Problem aus der Welt schaffen. Hallo, Jack.
Wie Sie wissen, ist die Situation mit den Gangs für uns mittlerweile ein Problem. Diese Bastarde graben sich wie die Ratten immer näher an unsere Einrichtung in Highland Park heran. Mir wurde gesagt, dass Sie für die Regelung des Problems verantwortlich sind. Sie wissen vermutlich um die Bedeutung unserer Einrichtung und dass sie beschützt werden muss. Deshalb muss ich Sie bitten, möglichst schnell vorzugehen. Sie kommen uns bereits gefährlich nahe. Das könnte für uns einen herben Rückschlag bedeuten. Sie wissen, wie diese Organisation über Publicity denkt und Versager. Toll, super E-Mails. Ich packe mal meine Knarre weg und gehe mal wieder raus hier. Gut, ohne Probleme. Hier ist niemand gekommen oder so. Dann können wir runter. Wunderschön. Und dann können wir speichern, bevor ich jetzt gleich wieder in irgendeine Mine laufe, die hier einfach explodiert. Dann gehen wir jetzt da hinten hin. Wie komme ich denn da hin? Ja, so weit geradeaus wie möglich. Also in die Richtung. Komme ich, glaube ich, wahrscheinlich nicht hoch. Scheiße, jetzt muss ich echt so außen rum gehen. Das ist aber nicht das, was ich gewollt habe. Naja, jetzt bin ich wieder auf der Hauptstraße. Ich könnte jetzt hier den Chip untersuchen lassen, aber eigentlich will ich... Ja, komm, wir können doch mal eben... Wir sind eh fast hier. Deswegen, lass uns das mal eben ganz kurz machen. Hier haben wir auch noch irgendeine Nebenquest. Ach ja. Hast du was rausgefunden? Bitte. Ich muss wissen, was wirklich mit Megan passiert ist. Ich bin allen Spuren von Detective Chase nachgegangen. Du hattest recht. Etwas an Megans Fall war faul. Was hast du rausgefunden? Nur 3 Leute sind lebend aus den Labors rausgekommen. Ich und 2 andere. Einer starb ein paar Tage später im Krankenhaus. Der 2., ein Labortechniker, wollte eine genaue Aussage über alles machen, was er gesehen hatte. Aber als die Ermittler bei ihm eintrafen, konnte er sich plötzlich an nichts mehr erinnern. Du scheinst das aber nicht zu glauben. Tue ich auch nicht. Nicht nach den Berichten, die ich gelesen habe. Ich glaube, jemand anders war zuerst bei ihm. Jemand von der Regierung, ein Mann namens Manderley, hat befohlen, dass ein spezieller Pathologe die Autopsie durchführt. Er hat die lokalen Stellen umgangen. Das ist nie ein gutes Zeichen. Zumindest klingt es nicht gerade gut. Ich habe einen Bericht gesehen, der bestätigt, was Chase beunruhigt hat. Die Angreifer haben extreme Methoden eingesetzt, um die Identifizierung von Leichen und Ausrüstung unmöglich zu machen. Oh Gott, Megan. Was hat das zu bedeuten, Adam? Ich weiß es nicht genau. Sie wollten wohl keine Spuren hinterlassen, keine DNA, die auf sie verwiesen hätte. Aber das passt alles irgendwie zu gut zusammen. Chase hat mir erzählt, dass ein Officer, der mit dem Fall betraut war, sich vielleicht unprofessionell verhalten hat. Aber es war eine Sackgasse. Ich bin nicht zu ihm durchgedrungen. Naja, du hast bestimmt alles versucht, Adam. Das heißt also, wir haben nichts Stichhaltiges gefunden? Nein, tut mir leid. Aber eines ist völlig klar. Jemand hat sich große Mühe gegeben, die Beweise in diesem Fall zu vertuschen und zu beseitigen. Dieser jemand hat Macht und wollte alles auslöschen, was die Untersuchung verlängert hätte. Tut mir leid, Cassandra. Ich wünschte, ich hätte konkretere Antworten für dich. Aber ich habe etwas gefunden, das du haben solltest. Megans Armreif. Sie hätte bestimmt gewollt, dass du ihn bekommst. Oh, Adam. Das ist wirklich sehr lieb. Sie hat ihn von ihrer Großmutter bekommen. Sie hat den Armreif sehr geliebt. Danke für alles. Und, weißt du,
Weißt du jetzt genau, wie Megan gestorben ist? Ich habe die Berichte gelesen. Sie hat nicht gelitten, Cassandra. Das kann ich dir versichern. Danke, Adam. Es ist nicht viel, bedeutet aber zumindest ein wenig Trost. Ich vermisse sie so sehr. Keine Sorge, Cassandra. Es ist nicht vorbei. Ich weiß nicht wie oder wann, aber ich werde dieser Sache auf den Grund gehen. Ich wusste, es war richtig, dir zu vertrauen, Adam. Aber sei bitte vorsichtig. Schon seltsam. Ich dachte, wenn ich die Wahrheit weiß, würde ich mich besser fühlen. Aber nichts wird diese Wunde je heilen. Meine Tochter ist fort und ich werde sie nie zurückbekommen. Ich wünschte, ich könnte mich darauf verlassen, dass ihr Gerechtigkeit widerfährt. Vertrau mir. Ich sorge dafür. Muttergefühle. Tja. Darf ich dir eben hacken? Hi. Bevor Sie fragen, nein. Ihr Spiegel wurde noch nicht ersetzt, Mr. Jen. Spiegel? Ich musste mich heute mit Vandalismus, unverschämten Forderungen von Firmenkunden und jeder Menge anderer dringender Probleme befassen. Da blieb leider keine Zeit, um mich auch noch um Ihre Körperpflege zu kümmern. Sag das nochmal. Okay, jetzt hätte ich beinahe wieder eine Granate gezogen. So sind Sie, Jensen. Ich habe nicht die ganze Nacht Zeit. Hallo, Pritchard. Ich bin jetzt fast in meinem Apartment. Sobald Sie drin sind, schließen Sie den Neuralknoten an Ihren Computer an. Ich habe eine sichere Verbindung eingerichtet und übernehme dann von hier. Sie können auf meinen privaten Computer zugreifen? Wer, denken Sie, hat Ihre Sicherheitsprotokolle eingerichtet? Das gefällt mir nicht. Egal. Moment. Alright. Mir gefällt das gar nicht, dass der jetzt hier auf unseren PC zugreifen kann. Aber... Willkommen daheim, Mr. Jensen. Ja, willkommen daheim, du mich auch. Ich kann mein eigenes Terminal hacken. Warum? Anti-Augmentierung Robots Applied Worldwide. Moment mal, das ist witzig. Pass auf, hier steht biologische Bombe in Seraphac detoniert. Und wenn wir hier genau drauf gucken, steht da Anti-Augmentions... interessant. Das ist, nicht übersetzt worden. Und es ist was anderes. Das ist, interessant. Wieso sollte ich mein eigenes Terminal hacken? Kann mir das jemand verstehen? Das verstehe ich nicht. Wir können, ja, wir haben ja 5 Versuche. Können wir ja eben machen. Wir hacken mal eben unser eigenes Terminal. Ich verstehe zwar nicht warum. Zugriff gewährt. Gibt uns Geheimlager. Sicherer Zugang. Ein Standardgewehr. Also wir haben hier eindeutig, ich muss eindeutig wieder verkaufen. Ich habe hier nämlich kaum noch Platz für irgendwas. Was haben wir hier? Zeitmessgeräte im Wandel. Mechanische Meisterwerke, das Automata von Al-Chazari. Die im Jahre 1206 entstandene Elefantenuhr des Al-Chazari war nicht nur die erste Wasseruhr mit einem Automaten, der nach einem bestimmten Zeitabstand erneut ablief, sondern gleichzeitig das erste mit einem zwitschernden Vogel und einem beckenschlagenden Mammut. Künstlerisch ansprechende Uhrwerk. Die Länge der stündlichen Intervalle der Uhr konnte durch die Anpassung der Fließgeschwindigkeit im Inneren des Gehäuses programmiert werden. Zu Al-Chazaris späteren Entwürfen, die auf seinen Arbeiten mit wassergetriebenen Automaten basierten und im Buch des Wissens von sinnreichen mechanischen Vorrichtungen beschrieben werden, gehörte auch die Schlossuhr.
Diese gilt als früheres Beispiel für einen programmierbaren Analogcomputer und zeigte neben der Zeit eine Darstellung des Tierkreises sowie der Solar- und Mondbahnen. Wer braucht so eine Uhr? Kann mir das mal jemand verklickern? Okay, ich habe hier irgendwas. Moment, ich habe hier irgendwas zu viel im Inventar. Das sehe ich ein. Eine Shotgun. Was ist das denn? Munitionskapazitätsupgrade. Das ist natürlich geil. Woran mache ich die denn? Ich kann natürlich auch das Standardgewehr nehmen, aber ich kann natürlich auch meine Pistole. Ich mag die Pistole, muss ich gestehen. Eigentlich mag ich die Pistole. Aber die wird mir später irgendwann nichts mehr nichts mehr bringen. Wir packen das mal in das Standardgewehr. Jetzt können wir das auch wahrscheinlich... Kein Platz für das gewählte Objekt, ich glaube es nicht. Wie viel Platz brauchst du denn? Das ist ja eher die Frage. Testen wir mal eben. Achso, kann ich das... Ich kann das auch drehen. Ich... Moment. Rechte Maustaste drehen. Rechte Maustaste. Ah, jetzt. Aha. Panzerbrechendes System. Untersuchung. Für 10mm Pistole, wunderbar. Schön. Kombinieren. Genial. Sehr, sehr schön. Dann können wir das auch wieder mitnehmen. Und da ist was. Schmerzmittel. Hm. Ja, pumpen wir uns halt mit Schmerzmittel voll, WTF. Okay. Aber was sollten wir jetzt hier eigentlich nochmal tun? Irgendwas sollen wir doch hier tun, oder nicht? Ach, ich habe hier noch einen Nebenraum. Ah. Wonderful. Standardgewehr, Standardgewehr, Munition. Hier haben wir noch einen Text. Der intelligente Schaltkreis. Auszug aus einer Rede, die Hugh Darrow 2020 bei der Human Plus Conference in San Jose hielt. Viele von uns haben sich in die Idee an unsere Oberkörper festgeschraubte Roboterarme und Beine verrannt. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass der Schlüssel zu unserer Zukunft in unserem eigenen Fleisch liegt. Genauer gesagt, in unseren Gehirnen. Tiefhirnimplantate sind das Rüstzeug, mit dem wir der menschlichen Maschine wahre Superkräfte verleihen können. Überlegen Sie einmal, wozu unsere grauen Zellen fähig sind. Unsere neutronales neutronale DNS hat sich gewaltigen Mengen an Informationen eingeprägt, dank derer wir in der Lage sind, komplexe Datensätze in schneller Folge parallel zu verarbeiten. Aber trotz dieser beeindruckenden Fähigkeit ist unser nasses Gehirn lückenhaft und unzuverlässig. Uns fehlt die Fähigkeit, Daten wirklich vollständig weitergeben zu können. Durch den Einsatz kognitiver Optimierungsimplantate, die nootropische Stimuli auslösen, können wir eine neue Ebene neuronaler Synchronität erreichen, die die Hirnkapazität effektiv steigern kann. Und mittels drahtloser Datenanalyse Subsysteme wären sogar eine Art Radiotelepathie, ein durchaus realistisches und machbares Konzept. Schnellere zerebrale Datenverarbeitung, Steigerung der Reaktionsgeschwindigkeit, Echtzeitdatenübertragung zu anderen ebenso optimierten Posthumanen. Das ist die Zukunft. Okay. Was haben wir in unserem Bart? Außer 500.000 Schmerzmittel? Heilige Scheiße. Call, Candler, Replacement Mirror again. Ach, jetzt verstehe ich das. Der Spiegel ist kaputt. Okay. Ah, okay. So, bevor wir aber jetzt hier die Quest weitermachen, machen wir einen kurzen Cut.